Hast du dich erkannt? Aber ganz wenig. Ganz wenig. Ja. Wenn der Helmut wieder anfällt. Wer kennt das nicht, wenn die Dinge anfällt? Gerade haben wir das Thema gehabt. Aber jetzt geht es ein bisschen weiter. Also, ich habe halt dieses Gefühl und ich weiß, dass es halt für mich das Nutze ist. Also, es darf da sein. Ja, das ist, du wirst merken, das ist schon einfach, lässt das Leben weiterlaufen. Es ist, was dich immer aus den, ich will und ich will nicht. Du musst da feine Antenne kriegen. Und jetzt kommt die Sache, wo ich immer erzähle. Wenn du einmal das blinde Arschloch durchschaut hast, das heißt, dass du dich über den Beobachter, egal welche Stufe, ich wiederhole immer dasselbe, dass du die Sinnlosigkeit von Ärger erkennst, die Sinnlosigkeit von irgendwelchen Wünschen. Weil wie geistlos ist ein Geist, dem alles gehört, der wo was Bestimmtes haben will. Ich sag, in der nächsthöheren Ebene wird das, wenn ich jetzt auch, wenn du Gott wärst, was würdest du anders machen? Und ich zitiere jetzt den Udo. Ich sag jetzt, ich rede jetzt rein von dem Brösel. Ich kann vor Gott schwören, ich rede als normaler Mensch mit einem übermächtigen Gott und keiner kennt mich besser wie der, dass ich vollkommen wunschlos glücklich bin. Es gibt nichts, was man für Geld kaufen könnte, was ich haben möchte. Das, ich habe so viele Sachen gehabt, wo ich sagte, jetzt Udo, aber das ist alles so belanglos. Und dann gehe ich immer einen Schritt weiter, was ich sage. Wenn ich jetzt ein Gott wäre und ich kann mit einem Wimpernschlag alles so verändern oder machen, wie ich es haben wollte, ich wüsste nicht, was ich an meiner Schöpfung besser machen soll. Die ist göttlich perfekt. Mit Corona. Mit den Fehlern im Führerscheinprüfungsbogen. Absoluter Schaff. Okay? Wenn du den Zustand hast, und ich sage jetzt, wenn du wach wirst, Dinge, das Erste, was passiert, bleib einfach, du träumst jetzt. Das ist wirklich nur ein Traum, was du schaust. Die Sachen kommen aus, ich stell den Campo hin, ich stell das hin, egal was es ist, ein Kommen und Gehen, ich verliere ja nichts. Das erkläre ich euch so oft. Ich denke mir was aus, das ich aus mir so vor mich hinstelle, gedanklich, ohne dass das meinen Kopf verlässt. So wie du aus einer Datei ein Bild auf den Bildschirm holst, ohne dass man aus der Datei was raustut. Es ändert da nichts. Wenn du ein Buch liest und du fängst zum Sprechen an, wenn du die Buchstaben anschaust und du machst es aus den Worten Vorstellungen, nimmst du aus dem Buch überhaupt nichts raus. Es bleibt unverändert. Okay? Du wirst merken, selbst die Wellen sind unverändert, wenn du das Prinzip einmal verstanden hast, weil das bleibt gleich. Und wenn ich es immer so mache, ich ziehe was her und ich schiebe was raus. Wenn was nach oben geht, geht was nach unten. Arithmetisch gesehen ist das immer nichts. Das ist eine perfekte Illusion, die sich aufbaut. Das heißt, in dem Moment, wo du wach wirst, dieses simple Beispiel, das ich immer wieder erkläre, ich wiederhole nochmal, was nicht zum wievielten Mal, in dem Moment, denk einfach jetzt mit deiner Logik mit, in dem Moment, wo du aus einem Albtraum wach wirst, wo du schweißgebadet wach wirst und zitternd im Bett sitzt und du sagst, Gott sei Dank, ich habe das bloß geträumt. Das nennt man wach, der wird wach. Ja. Nichts anderes, oberflächlich betrachtet, sag ich immer wieder, wird sich an meiner Welt mit Erleuchtung nichts verändern. Das ist, wach wirst du in dem Moment, wo du diese einfachen Sätze in deinem tiefsten Innern installiert hast, dass das für dich hundertprozentig sicher ist. Mitten im Moment des Erwachens erkennst du, dass alles, was du dir jetzt in die Vergangenheit denkst, wo du sagst, das habe ich ja bloß geträumt. Während ich geschlafen habe, ist mir das nicht bewusst gewesen. Und wenn das ein Albtraum war und ich sehe mich jetzt schweißgebadet im Bett sitzen, habe ich einen klaren Beweis, dass das, solange ich nicht wusste, dass ich träume, dass das scheiß echt war für mich. Aber ich sage, jetzt kommt das Problem, sobald ich mich schweißgebadet sitzen, bin ich eigentlich schon wieder eingeschlafen, weil ich mich ja schon wieder... Da dazwischen drin musst du stehen bleiben. Dankeschön. Da dazwischen drin musst du stehen bleiben. Okay? Und jetzt sage ich, in dem Moment, wo du wach wirst, jetzt geistig, dann weißt du, alles, was ich mir jetzt in die Vergangenheit denke, alles, was ich jetzt denke, sind nur meine Informationen. Und ich muss für jeden neuen Gedanken den bestehenden Gedanken opfern. Darum ist es das eigentlich der Wachwerdeprozess. Wenn du dann auf der höheren Ebene bist und jetzt dummer Programm, das kann er dir aber nicht erklären, weil du einen Säugling in der Matrix nicht erklären kannst, was du als 4-Jähriger erlebst und einen 4-Jährigen nicht, was du als 14-Jähriger erlebst. Und einen 14-Jährigen erklären zu wollen, was du als 40-Jähriger denkst, ist sinnlos. Das ist nach oben, nach unten schauen. Ist der große Witz. Dann kriegst du ganz andere Möglichkeiten, weil du jetzt das Programm verändern kannst.
Aber was jetzt du dir, sofort kommt wieder auf Falle. Ja, wenn ich dann das mir denken kann, wie ich es haben will, pass auf, dann sieht es so aus, dass ich dann sage, dann will ich nicht hier den alten rostigen Golf fahren, sondern dann hol ich mal einen Ferrari. Und dann will ich nicht eine kleine Mietwohnung, sondern dann hol ich mal eine Villa. Das würde ich auf der höheren Ebene gar nicht mehr interessieren, weil die ja sowieso, das wird uninteressant. Es wird auf der höheren Ebene, jetzt gehe ich wieder in unser Menschleben, so wenig, wie irgendeinen 30-Jährigen die Sachen noch interessieren, die ihn als 5- oder 6-Jährigen interessiert haben. Und für den 5-, 6-Jährigen, der kann sich nicht vorstellen, was einen 30-Jährigen interessiert. Genauso wird all das, was du jetzt an der Welt verändern oder dir wünscht, wird vollkommen belanglos. Es geht dann um was ganz was anderes. Da sind in der Form keine Wünsche mehr da. Weil es ist rein das Spiel. Das Meer, meinst du, das Meer wünscht sich eine ganz bestimmte Form an der Oberfläche? Das ist Plätscher da oben dahin, das geht mir am Arsch vorbei, weil mir in die Tiefe uns interessiert was ganz was anderes. Guten Appetit. Jetzt schauen wir mal, ob die Ruth das gut gemacht hat hier. Oh, danke, danke. Ja, super. Ja, komm. Also, danke. Guten Hunger. Mahlzeit. Mahlzeit.